Hi, hier sind Kai und Olaf vom Feine Sahne für Spiele. Und wir sind bei Morkor TV. Rock am Ring. Ich habe hier den Olaf und den Kai von Feine Sahne Fischfilet am Start und wir haben eine Runde schnacken. Schön, dass ihr hier seid, Jungs. Freut uns. Drittes Mal Rock am Ring für euch. Ja. Gestern war schon Rock im Park. Wie war's? Ja, hammerfett. Also richtig geil. Wir haben ja relativ früh gespielt, um 15:40 Uhr, genau. Aber mega gewesen. Also Stimmung, hammer gut. Wetter war auch Bombe. Heute ist ja hier ein bisschen kälter. Aber so, du hast halt gemerkt, Freitag, die Leute haben Bock, dass das Festival losgeht. Und ja, geil. War richtig cool. Erste Mal auch für euch Mainstage, ne? Ja. Jo. Ja, die anderen Male immer zweite Stage. Und jetzt ist erstmal Mainstage und ja, wir sind gespannt. Wie ist das Feeling? Ist das für euch so, okay, krass, auch so vor den Ärzten und alles? Ich meine, ist schon abgefahren und wir haben uns vorhin auch drüber unterhalten, wie man das damals so, als man jugendlich war, so diese ganzen Übertragungen wahrgenommen hat. Ne? Und dann, das war ja halt auch immer die Mainstage, so, die man gesehen hat. Und dass man jetzt da selber spielt, irgendwie 15 Jahre später, ist schon abgefahren. Ja. Total. Geil. Nichtsdestotrotz, ihr zockt mittlerweile relativ viele große Sachen, ne? Aber auch nach wie vor noch kleine Shows. Ja. Warum? Ja, weil das immer Bock macht. Ne? Wir haben jetzt gerade vorgestern in Gütersloh gespielt, in einem kleineren Club in der Weberei. Und keine Ahnung, macht halt auch einfach hammer Bock in so kleinen Clubs, wo es alles nochmal ein bisschen enger ist, dadurch auch nochmal intensiver und so. Ja. Wie kriegt ihr das miteinander vereinbart? Also merkt ihr irgendwie, dass die Sachen dann auch quasi zu groß für die kleinen Sachen sind? Also wisst ihr, was ich meine? Oder läuft das? Also haltet ihr das noch in so einem Rahmen? Es gibt natürlich verschiedene Show-Elemente, die wir dann nicht machen können, sozusagen. Wir können ja jetzt nicht, weiß ich nicht, ein 5x5 Meter großes Happy-Fass auf so eine kleine Bühne oder so. Räumen, aber sonst, ich glaube, das liegt uns beides, so große Bühnen und kleine Bühnen. Und die Abwechslung macht halt auch wirklich Spaß. So, ja. Ne? Und zum Beispiel vorgestern, das Konzert war, es hat wieder von der Decke getroffen, die Leute sind durch die Gegend geflogen. So, und man hat die Leute immer noch mal ein bisschen näher dran. Ist auch spannend. Genauso ist es total spannend, wie gestern zu sehen, dass du bis hinten irgendwie Leute hast und die bis auch noch bis hinten durchmachen, mitklatschen und so weiter und du links und rechts ganz verschiedene Circle Pits noch hast, wo du denkst, ach Gott, die Leute gibt es ja auch noch so. Ne? Also ist so, ja. Beides total abgefahren. Ihr seid ja beide sicher auch selber Musikfans. Ja. Was ist denn so für euch dieses Jahr dabei an Bands? Die Ärzte gestern, seit 15 Jahren das erste Mal wieder live gesehen für mich. So, ich weiß noch, wir waren, vier von uns aus der Band waren 2004 alle auf dem gleichen Ärztekonzert, aber wir kannten uns zu der Zeit noch nicht. Ach krass, wo war das? Das war in Stralsund bei uns, Brauereihoffest gab es damals immer. Und da haben die Ärzte gespielt und das war natürlich so, also Stralsund ist so die nächste Stadt, große Stadt sozusagen gewesen. Und das war natürlich Hammer, das Ereignis für alle bei uns. Da waren so viele Leute, die damals auch so in unserem Alter waren. Ich war 15, muss ich gewesen sein, ja. Und deswegen war jetzt so, also ne, mit den Ärzten auf einer Bühne jetzt zu spielen, so, das war schon echt was richtig Besonderes. Mhm. Ja. Und ansonsten Quälertag haben wir auch hier gespielt. Mhm. Die waren aber, glaube ich, schon. Ne? Das ist aber so eine Band, die ich mir auf jeden Fall nächste Woche angucke. Da spielen wir noch auf einem anderen Festival mit denen zusammen und dann an einem Tag. Und so. Okay. Ja, ganz viele Bands, so, ne, die man dann eigentlich irgendwie noch gucken will. Dropkick Murphys wollte ich noch gucken. Genau. Haben wir gestern. Sind auch nach euch. Checkt. Genau, die sind nach uns. Mhm. Gestern haben die nicht mit uns auf einer Bühne gespielt, aber heute spielen die, glaube ich, wieder nach uns auf der gleichen Bühne. Deswegen kann man eigentlich gleich da bleiben und gleich mal gucken. So Sachen wie Tool oder Bring the Horizon oder so, könnt ihr da auch was mit anfangen? Oder? Bin ich persönlich nie so rangekommen. Also war nie so. Tool finde ich spannend, super spannend, aber wir sind meistens, und das ist bei. Sehr oft bei Rock im Ring, Rock im Park so, wir sind meistens so ein bisschen die Deutschrock-Rutsche, sind wir meistens so, ne? Toten Hosen, Ärzte und so weiter und freue ich mich auch, Kraftklub und so weiter zu gucken, aber ist natürlich auch mal schön, vielleicht mal Slipknot zu sehen oder so. Ja, deswegen vielleicht die Frage auch. Sie habt halt immer so. Wir haben meistens so, dann sieht man doch häufiger die gleichen Bands, was nicht so schlimm ist, aber Tool oder so kamen wir noch nicht in das Vergnügen, Tool zu sehen oder so. Ja, wir müssen heute auch. Muss man auch dazu sagen, früh wieder abfahren. Oh, das ist ein bisschen schade. Wir fahren echt schon früh am Abend los. Wo geht's hin? Bitte? Wo geht's hin?
Nach Hause. Wir haben ein paar von uns haben morgen innerhalb der Familie noch Konfirmationen und so. Deswegen, ach krass. Ja, deswegen müssen wir echt früh morgen wieder in der Familie am Start sein. Und sonst, ich hätte mir auf jeden Fall Slayer angeguckt. Jo. So, das wäre was, die hätte ich unbedingt gerne mal live gesehen. Klappt leider heute nicht. Ja. Gibt es irgendwelche Rituale bei euch? Wir haben immer einen Kreis vorher, also haben immer so ein bisschen motivierende Worte in so einem Kreis, so ein bisschen Fußballmannschaftmäßig. Das ist so, glaube ich, so unser Ritual vorher. Ja, Motivation klappt mal besser, mal schlechter. Und ja, dann ja, das Zauberwort Wummi. Ich weiß gar nicht mehr warum, irgendwas Falmonchi, ich weiß es auch nicht mehr. Sagen halt Wummi, brüllen uns an und dann geht's los. Aber nee, sonst richtig Rituale? Ne. Schön langweilig. Oh, muss ja auch nicht, ne? letztes Jahr kam Wildes Herz raus, ne? Die Doku. Ja. Habt ihr da irgendwie spürbar, also was hat das mit euch gemacht als Band auch? Also auch so, wie werdet ihr seitdem wahrgenommen? Habt ihr da irgendwie eine Veränderung gemerkt oder? Ich meine, das ist ja groß in den, also das heißt groß in den Medien, ne? Ja. Aber ich meine, ihr habt ja gewiss auch nochmal anders von euch hören lassen. Ja, ich glaube, das ist mehr noch so, dass es Monchi betrifft, weil es geht ja, was die ganzen Sachen abseits der Band, wo es um so viele persönliche Sachen geht, geht es ja hauptsächlich um Monchi. Ich glaube, für den ist das nochmal was ganz Besonderes gewesen. Und inwiefern das jetzt so die Band oder uns nochmal beeinflusst hat, kann ich immer schlecht sagen, so im Nachhinein, weil man weiß ja nicht, wie es jetzt ohne den Film noch gewesen wäre oder so. Ja. Abgefahren ist es auf jeden Fall, dass du ein ganz neues Klientel hast, die halt auch vielleicht gar nicht so eine Mucke hören, ganz bestimmt sogar. Ne? Ja. Und dann so einen Film sehen, der wurde ja halt auch in Mexiko, ich glaube auch, der wurde in ganz vielen verschiedenen, also so in Asien, Afrika, an fast jedem Kontinent wurde er irgendwie ausgestrahlt. Und der hat ja auch so Preise abgesahnt und so ein Goethe-Institut hat ihn empfohlen und so. Ziemlich cool, ja. Und krass. Da ist natürlich das Gefühl für einen selber ziemlich krass, wenn man sich vorstellt, so okay, dieser Film wird gerade in Jakarta in Indonesien gezeigt. Ja. Das ist schon krass. Und ich glaube, zum Film sind auch nochmal viele Leute gegangen, glaube ich, die jetzt nicht auf ein Konzert kommen würden. Ich war auch noch vor 2 Monaten zu einer Filmveranstaltung, wo ich danach so zum Publikumsgespräch eingeladen wurde. Und da hatte ich auch dann so sehr alte Leute, die sich den Film angeguckt haben, weil ihre Enkel die Band hören und wollten sich so über den Film dann mal angucken, was das eigentlich so ist. Okay. Ich glaube, das ist nochmal so was Besonderes gewesen. Ja. Mhm. Wo wir gerade bei dem Thema sind, so weltweites Rumkommen. Ne? Wäre das etwas für euch? Also hättet ihr Bock auch mal so ganz woanders zu zocken? Ich meine, so mit Deutschpunk ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt, so, aber ich meine, es gibt ja auch Bands wie die Hosen zum Beispiel, die ja auch in Südamerika trotzdem ziemlich groß sind. Ne? Ja. Worauf hättet ihr da so Bock? Oh, ich glaube auf ganz viel. Ich glaube, bei uns ist das immer so, wir haben darauf Bock, was sich ergibt und anbietet. So. Also ich glaube, wir sind da echt so, wenn sich eine Möglichkeit da bietet oder es irgendwie gerade reinpasst oder manchmal sind das ja so die verrücktesten Verbindungen. Irgendwer kennt irgendwen wenn wir eingeladen werden, ich glaube, wir haben auch vieles Lust da. Ja, es hat eigentlich, also früher sind wir sehr oft in Osteuropa gewesen so und haben Ungarn, Bosnien, Serbien viel gespielt und danach haben wir halt sehr viel in Deutschland gespielt und auch ganz viel hier gemacht und hatten halt so als Band sehr viel in Deutschland zu tun. Öfter hat sich da nochmal was angeboten. Wir hätten da auch nochmal so eine 1,5-wöchige Tour in China machen können. Ach, über krass. Leute oder da irgendwie mitfahren können, ganz verschiedene Orte. Aber da war es halt so, wir wollten hier in Deutschland dann halt ganz viel touren, weil wir das gerade ausnutzen mussten sozusagen. Und es hat sich, glaube ich, auch als richtig erwiesen, dass wir das erstmal so gemacht haben. Aber jetzt, wenn halt irgendwann demnächst mal wieder ein bisschen Zeit ist, hätten wir auf jeden Fall Bock. Ja. So, es ist wäre ja auch der nächste Schritt eigentlich. Ne? Ja, schon wie habt ihr es ja so langsam gepackt? Ne? Ja, einfach ja nochmal was ganz anderes. So, ne? Das wäre ja wirklich nochmal richtig spannend. Ja. Ja. Ihr seid ja nicht nur Band, ihr seid ja auch Veranstalter. Ja. Wasted in Yamen. Mhm. Wie kam es dazu eigentlich? Das ist das vierte Mal, glaube ich, ne? Im August. Genau, das ist jetzt das vierte Mal und das ist immer so, natürlich, man hat Bock, da was zu machen, wo man früher aufgewachsen ist in der Region, und bei uns gab es halt eigentlich nichts so in die Richtung. Ne? Also es gab jetzt bei uns da in den kleinen Städten in der Region, also um Yamen rum, da kommt ja Monchi her, ich komme da 10 Kilometer weiter her, die anderen aus der nächstgrößeren Stadt und so, da
gab es jetzt nicht so viel und vor allem kein so richtiges Festival oder sowas. Mhm. Und deswegen einfach so der Wunsch, ey, lass doch da, wo wir aufgewachsen sind, mal sowas selber auf die Beine stellen. Mhm. Und das ist uns jetzt dreimal ganz gut gelungen, ist immer ein bisschen fetter geworden. Also auch so, wir sind daran sehr gewachsen, um mal so zu sehen, was da eigentlich alles dazugehört, sowas zu stemmen. Das ist echt verrückt. Mhm. So viele Sachen bedenkt man nicht, dann läuft das beim ersten Jahr noch richtig schief, im zweiten Jahr geht's besser und ja, und das macht aber auch einfach Hammerbock. Es ist viel Arbeit, aber es macht einfach richtig Spaß, wenn man dann abends über den Platz läuft und einfach so hammer viele auch so Freunde aus der Schule früher da sind, die sich extra freigenommen haben, mal wieder zurück nach Hause kommen für das Wochenende oder schon eine Woche vorher da sind, mithelfen und so. Unsere Familien sind alle da, das ist so schon immer was ganz Besonderes. Geil. Ist auch schon ausverkauft, ne? Ja, ging eine Woche. Oder sehr schnell auf jeden Fall. Also die Online-Tickets waren irgendwie sofort weg und wir haben extra ein großes Kontingent gehabt, was man nur vor Ort kaufen kann, damit eben nicht nur aus von überall die Leute kommen und dann nachher aus Jam und Umgebung kaum jemand Tickets kriegt. Genau, das war aber auch ziemlich schnell weg. Ja. Aber Programm ist noch nicht bekannt. Nee, noch nicht. Nee, aber bald. Bald. Also ihr wollt und könnt und dürft noch nichts sagen. Nö, ach, wir lassen das immer noch. Genau. Und es soll auch nicht so bis, also es soll ja auch nicht in erster Linie darum gehen, welche Acts da spielen, sondern es geht eher so um das Feeling an sich, das Festival und genau. Genau, das im Prinzip ist es ja auch so, da arbeiten mittlerweile so viele Leute und das sind so Leute, die uns schon so lange irgendwie begleiten, mit denen wir halt ganz viele Bandsachen angefangen haben, so, ne? Und die arbeiten dann auf einmal mit, das ist ziemlich krass, so, ne? Das wird wirklich ganz, ganz, ganz vielen Freunden zusammen da so ein Ding stemmst, so, ja, ne? Ja. Das macht wirklich Spaß, ja. Eure letzte Platte kam letztes Jahr im Januar raus. Genau. Ist jetzt schon wieder anderthalb Jahre her. Und jetzt habt ihr ein paar Festivals noch vor der Brust. Was kommt danach? Habt ihr schon Pläne? Oder? Mal gucken, wir haben schon Pläne. Pläne haben wir. Und wird es auch demnächst dann zu lesen geben. Ja. Okay, also, da kommt auf jeden Fall was. Ja, klar. Muss. Ja, cool, ey, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen richtig guten Auftritt gleich. Vielen Dank. Ja, danke. Ja, noch viel Spaß und vor allen Dingen auch gutes Gelingen beim Festival. Dann. Dankeschön. Ja, dankeschön. Euch auch noch viel Spaß. Dankeschön. Ja. Das war ein Feine Sahne Fischfilet und werden auch live übertragen. Zieht's euch rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.